Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch zeigen, was es mit dem zweiten Teaserbild auf sich hat, das heute erschienen ist, und was es für einen Zusammenhang mit dem ersten Teaserbild hat. Zuerst erkennt man hier, glaube ich, ganz leicht, dass hier eine Schlange drauf ist, und das Ganze wird dann auch schon mit dem Text klar. Ein Schimmern lockt aus dem Inneren der Grotte, nimm dich bloß in Acht vor der wogenden Rotte. Ein Schimmern können entweder die Eier oder das Eis sein. Aus dem Inneren der Grotte kann eigentlich nur die Grotte unter Polar Peak sein, wo die Eier waren. Nämlich bloß in Acht. Vor Schlangen, wenn die giftig sind, sollte man sich hier mal Acht geben. Und vor der wogenden Rotte wahrscheinlich, weil es viele Schlangen sind. Da waren ja 5 große Eier. Wenn die sich vermehren, die sind ja auch schon seit einer Zeit lang nicht mehr da, kann das schon echt gefährlich werden. Und das ist im Prinzip genau aufgebaut wie das erste. Hier war eben halt ein Enterhaken und dazu Schatz in Sicht, Reichtümer die Munden, doch was geht verloren, wird wiedergefunden. Passt eben halt zu Piraten. Das passt zu Schlangen. Und jetzt, wenn man die beiden nebeneinander legt, erkennt man ein Bild. In der Mitte so ein Feuer, hier unten auch, dann ist hier die Schlange, da der Enterhaken, und das sieht so aus wie so Piratenhaare, immer so ein bisschen verwuschelt und zerzaust. Und dann ist das hier der Mund unten, und dann gehe ich davon aus, dass das nächste Bild entweder hier unten links kommt oder unten rechts, und dann haben wir nachher einen Skin und dann mit verschiedene Abteilen kann ich mir auch ganz gut eigentlich vorstellen. Das hier wird, ich könnte mir vorstellen, dass das im Prinzip schon fast so wie die Karte aufgebaut ist. Wobei das eigentlich nicht ganz passt. Aber dass im Prinzip die Schlange unten für einen Eisbereich steht, das kommt irgendwie oben links hin und dann kommt noch Feuer irgendwie oben rechts hin und auf der anderen linken Seite noch irgendein Themengebiet. Zurzeit haben wir ja die Eisregion, wir haben die Wüstenregion und dann wartet ja mit dem Rissen wahrscheinlich eine Wasserregion und bei Wailing Woods noch eine Feuerregion. Da hätten wir 4 Regionen, 4 Teaserbilder, könnte zusammenpassen. Auf jeden Fall weiß man jetzt schon, warum die diesmal 4 Teaserbilder haben und nicht 3 wie jede andere Season. Nämlich ganz einfach aus dem Grund, dass dann am Ende ein ganzes Bild entsteht. Weil mit einem dritten Teaserbild, das müsste jemand langes sein. Und ich glaube, das würde nicht ganz so passen. Da kann man jetzt auf jeden Fall schon viel spekulieren. Und dass hier das irgendwie Risse darstellen sollen, stimmt nicht. Weil das einfach nur als weiterer Hintergrund sein soll. Dass das Ganze nicht so leer aussieht. Manche haben auch eine Theorie aufgemacht, dass der Enterhaken oder der Grappler zurzeit mit diesem Saugnapf vorne ersetzt wird durch so einen klassischen Enterhaken, wie er früher auch mit Piratenzeit und so verbunden wird. Oder ganz oldschool Grappler. Und das könnte eben halt in der nächsten Season reinkommen. Die Schlange könnte ein Haustier sein. Das kann sehr, sehr gut möglich sein. Feuer ist schon sehr, sehr klar, weil mittlerweile auch Wailing Woods sehr, sehr dunkel geworden ist, verdorrt, und das sich mit der Zeit, also in den nächsten Tagen, auch noch ausbreiten wird. Und es ist jetzt auch neu, nochmal zu den Rissen, die zurzeit aufgetaucht sind. Und zwar ist der Riss jetzt von Salty Springs bis Fatal Fields ganz durch. Bei Pleasant Park fehlt noch ein Riss. Alle bei Lazy Links sind durch. Bei Dusty ist das schon durch, also der Richtung Tilted geht. Allerdings wird wahrscheinlich noch unter dem neueren Gebäude in Tilted Towers noch einer entstehen. Dann geht Richtung Pleasant Park, nämlich Paradise Palms, noch ein Riss runter, der neu aufgetaucht ist. Der Riss von Wailing Woods nach Osten, der ist das ist jetzt ein Riss. Der zweite, der bis zum Meer rausgeht, der fehlt noch. Und der nach Retail Row besteht auch schon.
Bin echt gespannt, was morgen für ein weiteres Teaser-Bild kommt. Die Season wird, glaube ich, bis 8.30 Uhr am Donnerstag gehen. Davon kann man ausgehen. Und das dann im Prinzip bis 10 Uhr zwischen der Season ist. Und dann damit das Update kommt. Und dann werde ich am Donnerstag auch einen Stream direkt machen, wenn ich von der Schule zurückkomme. Und dort euch über die neue Season informieren. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich würde mich über ein Abo und Like freuen. Und es wäre auch super nice, wenn ihr das Video teilen würdet, um mich noch weiter zu supporten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Und bis zum nächsten Video. Ciao.